Der Weltraum, da denken viele an Science Fiction oder doch zumindest an etwas, das ganz weit weg ist. Dabei gibt es auch in Baden-Württemberg Unternehmen, die sich mit dem All beschäftigen. Sei es, dass sie Technologien für den Weltraum entwickeln, sei es aber auch, dass sie beispielsweise Satellitendaten für ganz alltägliche Anwendungen verwenden. Diese Unternehmen erhalten Unterstützung vom ESA-BIC mit Sitz bei der IHK Reutlingen. 9 Start-ups bekamen jetzt im Stuttgarter Fernsehturm die Gelegenheit, ihr Unternehmen mit einem Pitch möglichen Investoren vorzustellen. Sie alle verbinden Weltraumtechnologien mit Umwelt- und Klimaschutz oder Nachhaltigkeit. Dementsprechend hieß die Veranstaltung Green Space Challenge. Bäume, die aus der Wand zu wachsen scheinen. Dieses Projekt sorgte im Juni in Reutlingen für Aufsehen. Dahinter steckt Visio Verdis, ein Start-up, das an der Uni Hohenheim entstand. Das Unternehmen befasst sich mit Fassadenbegrünung. Das Besondere daran ist, dass wir aus dem Bereich der Gravitationsbiologie kommen und durch Drehung der Pflanzen um die eigene Achse die Wahrnehmung der Pflanze auf die Schwerkraft beeinflussen und somit eben ein Wachstum auch in horizontaler Richtung ermöglichen und nicht nur, wie man das normalerweise kennt, der Sonne entgegen. Diese Anwendung lässt sich für die Schwerelosigkeit im All ebenso verwenden wie für vertikale Hausfassaden. Das ist nur eines von zahlreichen Beispielen, wie sich Weltraumtechnologien für Umwelt- und Klimaschutz einsetzen lassen. Wir haben, sagen wir mal, von unseren 70 Startups, die bei uns im ESA-BIC drin sind, sind so circa 40 in diesem Sektor Green Space zuständig, also zu Hause. Also von ökologischer Landwirtschaft mit Space-Unterstützung, mit Weltraumunterstützung bis zu New Mobility. Zur New Mobility gehört auch die Firma Arrive Mobility, ein Unternehmen aus Ehningen unter Achalm. Die Idee, eine App, die ÖPNV, Carsharing, Bikesharing und andere Mobilitätsformen miteinander verbindet. Liegt zum Beispiel eine Verspätung vor oder ein Ausfall vor, gibt es Alternativangebote in der Umgebung, sodass man einfach wirklich alles, was an verfügbarer Mobilität da ist, direkt zugespielt bekommt, über die App sozusagen gebündelt und auch Alternativen immer proaktiv bereitgestellt bekommt. Mit einem ganz einfachen Rezept will die Firma Trio aus Stuttgart dem Klimawandel zu Leibe rücken. Bäume pflanzen. Diese werden dann mit modernster Technologie vermessen. Bei der Vermessung nehmen wir auf den Baumdurchmesser, die Biomasse des Baums, den Ort. Und wir können dann nachher die CO2-Menge, die ein Baum erfasst hat, übertragen. Diese Daten werden dann genutzt, um den Landwirten für ihre Dienstleistung dann Geld zukommen zu lassen. Unternehmen können dann bis auf das Gramm CO2 erfahren, wie viel sie kompensiert bzw. eingespart haben. Aus Tübingen kommt die Firma OptoCycle. Sie hat sich des Themas Bauschutt angenommen. Ihn will das Unternehmen mit optischen Verfahren und künstlicher Intelligenz analysieren, um ihn so besser recyceln zu können. Wir entwickeln ein spezialisiertes Kamerasystem, mit dem wir uns die Ladefläche von Lkw zum Beispiel, aber auch Bauschutt im Prozess, während er über Fließbänder läuft, anschauen und über spektrale Antworten dieses Materials halt eine Materialeigenschaft ermitteln, die dann in der Wiederverwertung eingesetzt werden kann, um Prozesse zu steuern. Der Publikumspreis des Abends ging an ISP-Tech aus Harthausen bei Heilbronn. Das Unternehmen entwickelt umweltfreundliche Antriebe für Weltraumfahrzeuge. Doch die Investoren hat das Unternehmen Fastcast am meisten überzeugt. Ihre Idee ist es, das hier gezeigte Herstellungsverfahren von Feingussbauteilen erheblich zu beschleunigen. Um bis zu 80%. Feinguss ist ein Gießereiprozess, ein Gießereiprozess, um Metallbauteile herzustellen. Er unterscheidet sich zu anderen Gießereiprozessen, dass darin Bauteile hergestellt werden, die extrem hohe Oberflächengüten beispielsweise benötigen. Und diese hohen Oberflächengüten werden beispielsweise für Raketentriebwerke oder Satellitenbauteile benötigt. Fastcast, also der Gewinner der Green Space Challenge im Stuttgarter Fernsehturm, hoch oben, wo der Weltraum ein kleines bisschen näher ist.